Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und seid natürlich recht herzlich gegrüßt und willkommen hier zurück zu einem weiteren Tutorial hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Tutorial geht es um das Thema Container, wie ihr diese nutzen könnt, was ihr damit machen könnt und wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich euch in diesem Video. Vorab natürlich, ihr habt natürlich verschiedene Container wählbar. Diese findet ihr natürlich entweder in dem Platinum Add-on, wenn ihr ganz da hinten skippt, im Prinzip. Da haben wir diese schon. Oder ihr geht einfach hier oben bei Objekte rein. Dann habt ihr hier auch diese Kategorie Container. Dann könnt ihr natürlich auch auswählen, welche Container ihr haben möchtet. Wir fangen jetzt zum Beispiel an mit dem 12 Meter Container. Dieser kann 44 Kubik laden. Wiegt leer 3,7 Tonnen und kostet 5.500 Euro. Dann habt ihr noch den 9 Meter Container, der kann 33 Kubik laden, wiegt 3 Tonnen und kostet 4.680 Euro. Und dann haben wir noch den 6 Meter Container, der kann 21,7 Kubik laden, wiegt 2,3 Tonnen und kann ungefähr die Designwahl wählen, hier zum Beispiel Standard oder halt Lizard Logistik oder Lizard Forestry und kostet halt ungefähr 3.850 Euro. Ihr könnt natürlich bei jedem Container wählen, auch die Farbwahlen hier, auch in allen Farben fast, also zum Beispiel hier in Weiß oder auch in Gelb zum Beispiel, geht natürlich auch. Des Weiteren könnt ihr auch in anderen Farben wählen, hier in Grün zum Beispiel. Oder halt auch ohne Laser zum Beispiel. Auch natürlich bei dem 12 Meter oder 9 Meter Container natürlich auch hier wählbar in allen Farben. So, und dann fragt ihr euch bestimmt, wie kriegt man die Container denn aufgeladen? Oder kann man die überhaupt aufladen? Das ist auch ganz einfach erklärt. Ihr habt in dem Platinum Add-on auch verschiedene Gabeln für die Radladern. Und da gucken wir uns einfach mal durch und zu gucken, was wir da so finden. Wir haben mal zum Beispiel hier einen Manitou. Hier kann man auch zum Beispiel den Container damit laden. Der hat ca. 75 PS, stufenloses Getriebe, 85 Liter Diesel und fährt 20 km/h, wiegt 8,3 Tonnen und kostet 58.000 Euro. Hier könnt ihr natürlich auch die Reifenhersteller wählen. Trelleborg, BKT, Friedestein und Trelleborg. Natürlich hier Reifenvariante nicht wählbar. Damit könnt ihr die Container laden oder ihr nutzt einfach im Prinzip einen Radlader. Geht natürlich auch. Da habt ihr entweder die Palettengabel für den L180H oder ihr geht weiter nach hinten. Da habt ihr in dem Platinum Add-on auch natürlich andere Gabeln, wie zum Beispiel für den Volvo, wobei der kleine Volvo den eh nicht hochnehmen kann. Dann haben wir hier noch die Palettengabel zum Beispiel oder halt hier die Palettengabel für, wie gesagt, für den L180H. Und das war es halt im Prinzip zum Beispiel. Wir machen das jetzt zum Beispiel aber mit dem Gabelstapler hier. Und wir haben hier im Prinzip schon ein paar Container hingestellt. Das hier ist jetzt der 9 Meter Container. Auch hier wählbar in schwarz. Dann haben wir hier den 12 Meter Container. Und den 6 Meter Container. Wobei ihr jetzt aber beachten müsst, ihr könnt jetzt im Prinzip den auch als Autoloader benutzen, ne? Darauf müsst ihr aber auch auf die Schnittlänge der Stämme beachten, weil ihr zum Beispiel dann auch eine Strafe bekommt oder beziehungsweise eine Anzeige oben, dass das nicht die richtige Länge ist zum Beispiel. Wir laden den aber einfach mal auf. Haben wir natürlich hier Licht und die Zinken gehen halt genau in diese Furche rein. Natürlich könnt ihr den Container auch so öffnen. Ne? Öffnen und schließen. In die Furche rein. Na genau. Zack.
Und dann könnt ihr diesen zum Beispiel stapeln oder halt auch auf den Tieflader laden zum Beispiel. Hier haben wir jetzt aktuell den Tieflader hier am Start. Das ist der einzige, den Container laden kann. Einfach hier so hinsetzen, langsam absetzen, dann langsam rausfahren. Zack. Genau. Dann hat er jetzt diese Funktion, dass er die Container automatisch laden tut. Und ihr fragt euch bestimmt, welcher Tieflader das dann ist. Das ist dieser rote hier von Schwarzmüller. Da steht natürlich auch oben in der Anzeige drin, dieser Anhänger ist in der Lage, Container zu transportieren. Dieser hier nicht. Also nur der rote Tieflader hier. Auch natürlich wählbar für die 6 Meter und für die 12 Meter Container. Aber für die 12 Meter Container müsst ihr den Tieflader auseinanderfahren. Und dann könnt ihr diesen laden, weil sonst sieht das nämlich ein bisschen komisch aus. Dann fahren wir mal hier im Prinzip mal zu der Stelle hin, wo wir gerade am Roten sind. Da haben wir auch zum Beispiel den Volvo hier genommen. Und fahren jetzt zum Beispiel hier in den Wald. Da sind wir nämlich gerade am Roden. Und ich zeige euch das Ganze einfach mal im Prinzip, wie es halt so aussieht. Ich stelle jetzt einfach hier mal hin. Genau. Dann haben wir hier ja den Volvo umgebaut, zum Beispiel mit dem Harvesterkopf. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Holz fällen. Wir machen jetzt mal den Vergleich. Einmal machen wir jetzt 5 Meter Stämme. Müsst ihr ganz genau hinfahren. Zack. Und dann habt ihr hier die Bäume. Das war ein bisschen knapp. Und können dann auch zum Beispiel die Stämme machen. Wir drehen uns jetzt einfach mal eine Weile. Genau, dann machen wir einmal 5 Meter Stämme. Können wir auch zweimal machen, genau. Dann machen wir 9 Meter Stämme. Oder halt auch nochmal 5 Meter zum Beispiel. Zack. Dann holen wir uns noch einen Baum. Machen natürlich auch wiederum 9 Meter Stämme. Müsst halt immer genau hinfahren, sonst kriegt ihr den Baum auch nicht gegriffen. So rum, genau. Zack. Können wir zum Beispiel hier nochmal Stämme machen. Machen wir jetzt nochmal 9 Meter hier draus. So, jetzt laden wir die Stämme natürlich auf. Ihr müsst natürlich die Türen öffnen. Dann holen wir unseren John Deere hier, den wir hier extra hingestellt haben. Und laden diese auf. Wir fahren natürlich ein Stück zurück noch mit dem LKW. Dass wir natürlich besser laden können. So, zack, genau. Dann klappen wir den John Deere hier auf. Und holen am Anfang mal den einen Stamm hier mit. Wie gesagt, den könnt ihr hier auch noch benutzen. Ihr könnt natürlich auch Radlader nehmen oder Telelader, wann auch immer. Ne, gehen natürlich alle, die man halt zum Greifen braucht. Ist halt manchmal die Kombination oder die Greifart ein bisschen tricky. Aber das kriegt man auch nach einer Zeit hin. Das wäre im Prinzip auch kein Problem.
Wie gesagt, ist halt auch Geschmackssache, wer halt Holz machen möchte und wer nicht. Ja. Dann haben wir hier zum Beispiel ja den Stamm. Der hat jetzt keine 9 Meter. Und jetzt müsst ihr einfach mal beachten, was halt oben in der Anzeige steht. Wenn wir den einfach hier jetzt in den Container laden. Müsst einfach hier hinfahren, den Stamm in die Höhe heben und einfach an den Container ranfahren, in die Öffnung und dann den reinschieben. Dann steht zum Beispiel oben, der Baum hat die falsche Länge. Das Ziel ist 9 Meter. Ihr könnt den natürlich auch so reinschieben, aber wir wollen natürlich den 9 Meter haben. Hier haben wir natürlich hier ein paar mit 9 Metern gemacht. Und da wollen wir einfach Folgendes mal ausprobieren. Wie gesagt, der hier hat jetzt 9 Meter ungefähr. Ist halt ein bisschen tricky, wie gesagt. Und mit der Öffnung auch hier die einfach in den Baumstamm reinfahren. Mit dem Baumstamm hier rüber. Na, fehlt noch ein bisschen. Zack. Dann habt ihr natürlich auch keine Markierung oben an, dass halt der Baumstamm nicht zu und zu lang oder zu kurz ist, sondern ihr habt die perfekte Länge, um das perfekte Holz dann halt zu verkaufen. Im Prinzip. Ist wie gesagt komplett Geschmackssache. Die einen mögen das hier, die anderen sagen auch, nein, möchte ich nicht. Ja, und wir laden einfach hier mal weiter auf ein bisschen. Da haben wir zum Beispiel den nächsten Stamm geholt. Dann kommt hier noch. Dann laden wir den auch noch ein. Zack. So, jetzt haben wir natürlich ein paar Stämme eingeladen. Und natürlich wollen wir den Container jetzt verkaufen. Machen den natürlich zu. So, ihr könnt mit den Containern nicht abladen. Automatisch. Sondern ihr braucht eine bestimmte Entladestelle, damit ihr diesen Container abladen könnt. Das Kuriose dabei ist nur, ihr müsst jetzt bis hier oben hinfahren. Bis dahin. Das ist das Container-Lagerhaus und da könnt ihr das Holz verkaufen, im Prinzip. Das ihr ja aktuell auf einen Container geladen habt. Da fahren wir natürlich mal hin. Und dann zeige ich euch noch ein bisschen die Karte. Und wir wollen natürlich da das Holz dann verkaufen fahren. Wir können das natürlich auch dann nur mit dem Container da verkaufen. Und fahren jetzt einfach mal im Prinzip die Straße hoch. Oder müssen auch schon bald da sein. Wie gesagt. Ihr könnt es auch natürlich mit zwei Containern machen. Ist ja nur die Frage, ob er dann auch die laden kann. Ich habe mir jetzt einfach mal den 9 Meter Container geholt. Und dann fahren wir einfach zu dem Verkaufspunkt oben. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit halt noch ein bisschen hier die Karte angucken, wenn wir hier gerade hochfahren. Ja. Und haben natürlich auch interessante Wege da am Start. Die Steuerung ist manchmal auch ein bisschen tricky. Aber das ist auch kein Problem. Das kriegt der Mann ja hin. Wie gesagt, wir fahren einfach mal hier hoch zur Verkaufsstelle. Das dauert halt noch ein bisschen. Und wir sind auch schon bald da. So, dann müssen wir, glaube ich, hier links reinfahren. Genau.
Dann kommen wir hier zum Sägewerk zum Teil. Das große Sägewerk, dazu kommt halt auch noch ein Tutorial dazu. Und dann fahren wir mal ein Stück weiter hier hinten hin. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen, hier drüber zu fahren. Ihr könnt natürlich auch von der Straße hinten natürlich auch hochfahren. Geht dann natürlich auch. Und können dann einfach zu dem Entladeplatz fahren. Der ist aktuell hier oben, ist ja ein Containerhafen im Prinzip oder eine Containerstelle. So, und jetzt beachtet mal bitte, was passiert. Ich habe jetzt ungefähr 4743 Liter Holz geladen im Prinzip. Ja? Jetzt hält man hier so rein. Und zack, verschwindet der automatisch. Samt Container. Ihr könnt dies aber allerdings nicht verhindern. Also hier könnt ihr nur abladen mit samt Container. Ist jetzt die Frage, ob das jetzt so gewollt ist oder nicht. Oder ob man doch mal sich nur gedacht hätte, okay, dann könnte ich eigentlich nur das Holz verkaufen und den Container hier belassen. Aber so wird es halt jetzt von Giants im Prinzip so gemacht und dann ja, geht natürlich auch. Wie gesagt, ihr habt natürlich auch auf der Karte verteilt verschiedene Verkaufsstellen. Müsst halt immer gucken, wo ihr dann halt Holz bekommt oder fürs Holz am meisten bekommt. Wer jetzt hier aktuell auf dem normalen Spielstand bei dem Containerlagerhaus, wo wir gerade sind, am meisten mit fast 4000 Euro pro 1000 Liter. Und da haben wir schon fast 12.000 Euro gemacht. Genau. Wie gesagt, ihr habt verschiedene Größen von den Containern. Ihr müsst natürlich auch auf die Länge von den Containern achten, dass ihr halt auch keine Strafe bekommt oder halt keinen minderwertigen Preis für das Holz. Wie gesagt, zwischen 12, 9 und 6 Meter wählbar. Dann müsst ihr halt noch gucken, dass ihr auch den richtigen Container wählt. Beziehungsweise auch den richtigen Tieflader wählt. Das ist natürlich auch im DLC-Pack natürlich auch vorgeschlagen. Ne? Dieser rote von der Schwarzmüller. Ne? Und das Schöne ist dann dran, wenn ihr jetzt halt einen anderen Container laden wollt, dann habt ihr hier die Tastenkombi R1 und Steuerkreuz nach oben oder nach unten. Könnt ihr den Container halt auch noch ausfahren, für den Container ausfahren, sodass ihr halt auch diese langen Container laden könnt. Was wiederum auch den Vorteil macht, dass ihr halt mehr laden könnt. Ihr könnt den aber halt auch nur hier abladen bzw. verkaufen. Autoload gibt es jetzt so aktuell auf der Konsole. Zwar, aber das ist wiederum was anderes. Das ist in einer Palettenform und nicht in einer Containerform. Ist jetzt die Frage nur, ob das funktioniert. Ich denke mal eher nicht. Weil es gibt ein paar Produktionen von im ModHub, da kann man Holz auch auf Palette machen und diese dann auch verkaufen. Dann ist es möglich, dass man halt Holz im Autoload-Modus fahren kann. Man kann es natürlich auch alles manuell machen. Finde ich jetzt interessanter halt. Geht aber natürlich auch. Wie gesagt, da sind die Geschmäcker total verschieden. Ne? Der eine so, der andere so. So, das war's hier auch von diesem Tutorial. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich hoffe, ich habe euch alles gezeigt, was man hier so zeigen kann. Von dem Sägewerk und von den ganzen anderen Sachen zeige ich euch in dem späteren Tutorial eventuell noch was. Genau. Falls ihr aber da noch neu auf dem Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen oder die Glocke aktivieren. Natürlich, um nichts zu verpassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und ciao, ciao.